Ja, hallo liebe Zuschauer und Freunde. Hier ein aktueller Bericht aus Berlin vom Brandenburger Tor. Viele fragen sich ja, wie konnte das passieren und was ist hier eigentlich passiert? Ich will Ihnen das mal schildern, wie ich das erlebt habe. Ich war wirklich an vorderster Front, da wo dieser Demonstrationsaufzug gestoppt wurde. Faktisch ist Folgendes passiert. Die Polizei hat den Aufzug gestoppt, hat Polizisten und Polizeifahrzeuge so hingestellt, dass der Demonstrationszug nicht stattfinden konnte. Und die nachrückenden Personen haben dann dafür gesorgt, dass die Abstände nicht eingehalten werden konnten. Ungefähr 20 Polizisten haben vorne eben diesen Demonstrationszug gestoppt. Jetzt kann man sich fragen, wie konnte es passieren, dass sich die ganze Demonstrationsmasse an Personen von ungefähr 20, 30 Polizisten beeindrucken lässt. Das kann ich Ihnen sagen. Die Personen, die demonstrieren wollten, wurden von einer dort platzierten Friedensbewegung, die sich jeglichem Aufstehen widersetzt hat, eingebremst. Das heißt, ganz vorne an diesem Demonstrationszug hat man offensichtlich strategisch eine pazifistische Friedensbewegung platziert. Und diese Friedensbewegung hat dann eben dafür gesorgt, dass es kein Aufstehen der Massen gab und dass es keine Gruppe gab, die dort weitermarschieren wollte, sondern das war auch der Aufruf der entsprechenden Corona-Leitstelle, die dort war. Die Personen haben aufgerufen, sich von der Polizei zu entfernen, sich hinzusetzen, die Abstände einzuhalten und im Endeffekt sich aufzulösen. Und als dann die Auflösung der Polizei kam, natürlich mit der Argumentation, dass der Abstand zu gering war, da haben die Leute sich einfach aufgelöst. Also man kann feststellen, dass völlig ohne irgendeine Art von Widerstandswillen würde es hier keinerlei Operation geben, die dazu führt, dass Demonstrationen effektiv stattfinden. Die Polizei hat hier ein Spielchen gespielt und leider haben weite Teile der demonstrierenden Personen dieses Spiel der Polizei mitgespielt. Worüber man sich Gedanken machen kann, ist, ob diese massive Ausprägung von Friedensbewegungsaktivisten, die sich da vorne fand, ob das strategisch geplant war oder ob das ein reiner Zufall war. Ich persönlich kann Ihnen nur sagen, dass offensichtlich hier die meisten Menschen total verwirrt sind von der Situation, die um sie herum passiert ist. Und man kann eins festhalten, dieser Staat nimmt sich Recht raus. Und wenn die Bürger das mit sich machen lassen und es weiterhin so geht, dass sich hier alle Menschen alles gefallen lassen, dann wird auch weiterhin nichts passieren. Man darf sich darüber dann eben auch nicht wundern. Ja, und dann möchte ich noch was sagen zu der Zahl von 18.000 Teilnehmern an dieser Demonstration. Das Ganze ist ein kompletter Witz. Jeder, der hier ist, weiß, es sind viele hunderttausend Demonstranten hier. Wir sind kilometerlang durch Menschenmengen gelaufen. Straßen 20, 30 Meter breit waren komplett besetzt. Und es kann gar nicht sein. Hier ist es auf jeden Fall eine massive Untertreibung mit diesen 18.000 Personen. Es waren eher einige hunderttausend. Das war mein kurzer Bericht hier aus Berlin. Die Würde des Menschen ist unantastbar! Die Würde des Menschen ist unantastbar! Dankeschön, liebe Leute, war schön für euch zu reden. Ciao!